Hallo Stefan und John, wir wollten euer nächstes Video beginnen. Wir freuen uns immer, wenn ein neues Video von euch rauskommt. Grüße gehen außerdem an den Reaktionsboss Payne heraus. Was meint ihr, Jungs? Ja. Hallo Stefan und John, ich mag eure Videos sehr und möchte gerne euer nächstes Video beginnen. Viel Spaß! Hallo Stefan und John, wir würden gerne euren neuesten Videovlog ansagen. Viel Spaß mit dem Video, Leute! Hallo Stefan und John, ich wollte jetzt gerne euer nächstes Video beginnen und ja, ich wünsche euch viel Spaß in dem Vlog und Grüße gehen raus an Jonas. Moin, ich würde gerne das nächste Video beginnen. Herzlich willkommen bei einem neuen Vlog. Ich möchte gerne euer nächstes Video beginnen. An alle Zuschauer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert Stefan und John, es sind wirklich die besten YouTuber aller Zeiten. Abonniert auch gerne mich auf Insta, das blende ich hier ein und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Vlog. Ja, willkommen bei einem neuen Vlog. Jetzt habe ich mal das Herzlich vergessen. Entschuldigung, nochmal. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist gerade sehr schönes Wetter und da gibt es nichts Besseres, als auf der Terrasse zu sitzen. Und Erdbeeren zu essen. Ja, stimmt. Es ist leider immer noch Corona-Zeit. Die Läden hier in Bremen haben ja schon alle offen wieder, also teilweise haben sie geöffnet, aber wir waren noch nicht in einem Laden. So langsam werden auch unsere Klamotten knapp und ich bin eigentlich ein absoluter Feind von Kleidung online bestellen, weil ich mal immer nicht weiß, ob die nun passt, ob die Größe richtig ausfällt, wie sich das Material anfühlt. Aber eine Firma hat uns nun zwei Hoodies zugeschickt. Wie man das nun wieder ausspricht, diese Firma, das kann uns jetzt einmal Simone erklären. Naja, erklären kann ich es nicht. Also die Firma heißt Thread, würde ich sagen. Leitet sich wohl ab von Zero, das Z, und Red wie Rot. Eine junge Firma ist das noch. Also die haben sich 2015 gegründet, kommen aus Süddeutschland, aus Stuttgart. Und ja, deutsche Produkte, warum nicht? Gucken wir uns auch gerne an, ne? Als deutsche Allmann-Familie können wir auch deutsche Produkte. Jetzt haben wir hier für John, der hat sich den Hoodie in Größe S bestellt. Kannst du mal aufmachen. Und ich bin mal gespannt. Ich habe mir den in XL bestellt. Das ist eigentlich die Größe, die ich immer habe. Ja. Wenn es so einfach wäre, dann kann man auch mal öfters was bestellen. Ja, ist schon gemütlich. Ich glaube, den ziehe ich mir heute Abend auch mal wieder so an. Nur jetzt ist noch gerade ein bisschen warm und dann in einem schwarzen Hoodie, der noch ein bisschen wärmer ist. Bleib ich mal lieber beim T-Shirt, aber ist schön gemütlich. Ich glaube, ich lasse ihn noch ein bisschen an. Auf jeden Fall danke nochmal. Super. So, ich habe mir meinen auch mal angezogen und was ich nicht gedacht hätte. Er passt perfekt. Wir haben jetzt noch so einen Partnerlook. Mhm. Also, ich muss mal sagen, online bestellen geht vielleicht doch. Ja. Wieder von hinten aus. Kann man ruhig mal Werbung machen. Ach, Kapuze, genau, los, mehr. So. Und jetzt geht's los. Mit dem Vlog. Ja, bestes Wetter, Sonnenschein, tolle Temperaturen. Normalerweise wären hier hinter uns die ganzen Biergärten jetzt schon voll. Dieses Jahr haben wir die Eröffnung noch gar nicht erlebt, dank Corona. Aber es gibt hier, wie ich gehört habe, einen Stand auf dem Biergarten. Da kann man sich sein Bier to go holen. Wollen wir mal sehen. Und dann natürlich irgendwo anders trinken, 50 Meter entfernt. Ich bin mal gespannt, wie das gehen soll. Machen wir jetzt mal. Natürlich. Hol ich mir ein Bier und John was anderes, ist ja klar. Ja. Mahlzeit. Von Anna habe ich schon eine Bank aufgestellt, da steht Stefan drauf. Und nur mit dem dunklen Weizen. Ja, sehr gut. Ich nehme eins. So, so geht also to go. Ich habe hier ein dunkles Weizenbier von Franziskaner. Und Johnny? Hab mir mal was anderes geholt, eine Rhabarberschorle und ja, schmeckt gut. Gut, jetzt bisschen genießen. Schlachteratmosphäre, mal ein bisschen anders. Aber auch nicht schlecht hier unter dem schönen Baum.
Und Johnny, ist es so, mal wieder an der Schlacht zu sein nach so vielen Wochen? Ja, ist mal wieder ganz schön, nur halt, ich vermisse ein bisschen, wie es früher war. Also ich meine, so mit, wie Stefan sich da mit Arbeitskollegen getroffen hat oder so, dass man auch mal was mitzureden hatte. Ja, oder mal wieder ins Restaurant gehen. Kann man mal sehen, wie einem das fehlt. Aber wir schaffen das auch so ganz gut. Ich muss mal sagen, wir haben schon eine Menge Geld gespart. Das ist dann der, bei uns gerade jetzt so der Vorteil an Corona. So ein Bier kostet an der Schlachter ja mal eben 5 Euro. Ja, ich muss es nicht bezahlen. Ja, genau. Aber das zahlen wir auch gerne dafür, weil es hier immer so schön ist eigentlich. Aber jetzt ist natürlich hier alles geschlossen. Das Gute ist, hier gibt es auch eine Eisdiele und dort läuft ungefähr auch noch alles gleich. Ja. Eins ist immer noch gleich geblieben. Leckeres Eis. Wie teuer war es denn? Eine Kugel 1,30. Das geht eigentlich voll. So, wir machen gerade eine schöne Radtour am Abend bei herrlichstem Wetter. Normalerweise würden wir jetzt, da wir schon die Mitte der Fahrradtour, der Strecke erreicht haben, irgendwo einkehren und was trinken. Aber was haben wir gerade? Corona-Zeiten haben wir. Leider. Leider, genau. Da haben keine Restaurants und Gaststätten geöffnet, leider. Müssen wir also ohne Erfrischung weiterfahren. Aber kein Problem. Hier hinter uns wäre eine tolle Bremer Ausflugslocation. Leider natürlich, wie eben schon gesagt, wegen Corona geschlossen. Aber es ist ein ganz toller Friesenbulten, heißt das, falls einer aus Bremen kommt und das kennt. Aber der ruft mir jetzt schon wieder an. Ruf mal ihn drauf. Ja? Wir müssen irgendwie ganz dicht beieinander sein. Ich fahre jetzt aufs Friesenbulten gleich zu und ihr seid wo? Friesenbulten sind wir, sitzen genau davor. Ach so. Nicht drin, ja, leider. Nee, bin gleich da. Tschüss. Alles klar. Apple Watch ist schon was Tolles, ne? Erstmal muss man auch das Auflegen lernen. Muss man nicht. Es geht aber, wenn man die Mona auflegt, dann geht's alleine. Hat sie aber nicht. Hat sie nicht. Ja, ich habe auch schon telefoniert, aber ich habe es irgendwie nicht ganz gecheckt, wo das Mikrofon an der Apple Watch ist. Oh, einfach raufsprechen. Also, wer es nicht verstanden hat, Simone ist auch unterwegs hier mit ihrem Fahrrad. Eigentlich wollen wir so eine Männertour machen, ne? Männerfahrradtour. Aber ohne Frauen geht es manchmal nicht. Warten wir mal, bis Simone kommt. Was treibt denn dich hierher? Das schöne Wetter. Die Langeweile. Langeweile auch. Ich habe gerade noch zu Hause geschuftet. So. Was hast du gemacht? Betten bezogen. Du musst ein Foto von mir machen. Ja, das schicke ich dann Oma. Die freut sich. Ach so? Vielleicht möchte ich auch mal aufs Foto drauf. Vielleicht. Wie wär's damit? Bin ich nicht erwünscht auf deinem Familienfoto? Dann setz dich doch dahin. Ja. Wenn das passt, dann mache ich noch ein Foto. Und noch nicht mal gefragt. Unglaublich. Wir haben dann gestern noch so ein Foto gemacht, das müssen wir auch machen. Was habt ihr gemacht? So ein Foto, ja, bleibt mal so sitzen. Und die war es eben noch ganz schön, ne? Bis vor 2 Minuten. Ja. So, die faule Pause ist vorbei. Weiter geht's. Und Johnny fährt vor, ne? Alles klar. Johnny kennt den Weg. Mhm. Oh, Corona. Corona? Nein. Ich weiß nicht, ob ich eine Mücke oder irgendwas verschluckt habe. Nächstes Mal was zu trinken mitnehmen, bitte. So, sehr schön. Alle halten hier ganz brav den Sicherheitsabstand ein von 2 Metern.
Unsere Radtour ist beendet. Ja, und wir haben jetzt seit einigen Tagen eine sehr nette Unterhaltung gefunden am Abend, nämlich Pains Stream gucken und wie er gleich auf uns reagiert. Ja, immer sehr nett, also gucken wir gerne an. Ja, da wurden tatsächlich, das ist also ein Stream, der auf Twitch läuft, ich kannte das vorher überhaupt gar nicht, wurde uns per Link mitgeteilt. So, was gibt's bei der typischen Allmann-Familie heute zum Abendessen? Weißwurst mit, Namen vergessen, Laugengebäck, glaube ich. Voll lecker. Tomaten und Butter fürs Laugengebäck. Laugenstangen und was passt da nicht besser zu als ein Bier? Prost. Prost. Und dann habe ich, warte mal. Hey, ich habe da doch kommentiert. Wo ist mein Kommentar? Guten Hunger. Besten Dank. Haben übrigens nach dem köstlichen Essen deinen Stream geschaut und uns bestens unterhalten. Wild. Ja, und jetzt ist, glaube ich, gerade dein Geburtstagsvideo dran. Viel Spaß beim Video. Glaube ich? Was meint ihr eigentlich? Wie lang ziehen die das durch? Also machen die das bis John 14 ist, bis John 16, bis John 18, bis er auszieht? Ich glaube so 15, 16. Also eigentlich halte ich von diesen ganzen Reactions im Internet überhaupt nichts, wenn sich jemand da hinsetzt und von anderen Leuten den Content nimmt und dazu dann seinen Senf abgibt. Aber ich muss sagen, hier ist das Ganze mit Respekt gemacht und nicht, dass man darauf aus ist, das Video, was man gerade anguckt, komplett zu zerreißen. Und darum sehe ich es ganz gerne. Und ich kann mich auch echt amüsieren, was da im Chat geschrieben wird teilweise. Also es ist wirklich lustig. Es ist wirklich sehr unterhaltsam. Also ich möchte jetzt auch gerade nicht so viel gestört werden und gucken. Yeah! Skate 3, ich glaube... Oh, Digga! Was sind das für geile Geschenke? Skate 3 ist das allerbeste Spiel, Mann! Oh mein Gott! Ich warte so lange schon auf einen neuen Skate-Teil. Es kommt nie. Digga, was würde ich für einen neuen Skate-Teil geben? Oh mein Gott. Digga, Skate 3 habe ich so gesuchtet auf der Xbox. Holy shit. Der freut sich zu wenig, meiner Meinung nach. Stefan sollte ihm hin und wieder eine Nackenschelle drücken. Empfehlung von mir. Ach, perfekt, Julian. Du kennst dich mit Kindeserziehung so gut aus. Digga, so eine dumme Nachricht, Mann. So, jetzt haben wir unseren eigenen Vlog nochmal geguckt. War wieder mal sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Sehr lustig. Ja, aber was jetzt auch mit dem Hoodie geht, erstmal pennen. Tja, dann schlaf mal schön, John. Nee, noch nicht. Ja. So, wollen wir mal sehen, was morgen ist, ne? Heute rausgekommen, was für Platz. Ein neuer, wunderbarer Sonntag und ich habe Post bekommen. Von Bier Deluxe. In Zeiten von Corona kann man sich auch mal das Bier nach Hause kommen lassen. Aber in diesem Fall ist es ein besonderes Bier. Ich schaue ja wirklich nicht viele Kanäle auf YouTube. Das ist nur so eine Handvoll oder zwei Handvoll vielleicht insgesamt. Und einer von diesen Kanälen, habe ich schon mal irgendwo erwähnt, glaube ich, ist von Holger Lersch. Der wohnt in Amerika, in der Nähe von New York und ist genau wie ich ein Bierfreund. Und da habe ich ein Video gesehen vor kurzem, da hat er ein Bier vorgestellt von der Firma Bitburger, die mit Sierra Nevada, eine Brauerei aus Amerika, die so Craft-Bier herstellen mit besonderen Hopfensorten, die haben so ein Bier zusammen gemacht. Und da habe ich also so einen Durst und Appetit drauf bekommen, dass ich mir auch bestellt habe. Das ist eines der teuersten Biere, die ich in meinem Leben gekauft habe. Hm, das gibt dem Bitburger tatsächlich einen ganz neuen Dreh. Ein Bier aus der Dose. Bitburger Triple Hop Lager. Ich bin echt gespannt, wie der schmeckt. Das ganze Paket hat man eben mit Porto. Da sind, glaube ich, 9 Dosen drin. Ich mag es kaum sagen. 22 Euro gekostet. Aber gut. Dafür werde ich auch jeden Tropfen davon genießen. Und wir haben noch was bekommen. Das habe ich mir bei Amazon bestellt. Ist gerade eben angekommen. So eine Capture Card, mit der man
zum Beispiel die PlayStation 4 an den Computer anschließen kann. Und weil John immer so viele Anfragen bekommt, von so vielen Leuten, die gerne mit ihm zusammen in der PS4 spielen wollen und er es nicht mehr bewältigen kann, es geht einfach nicht mehr, haben wir uns gedacht, wir versuchen mal, wenn Interesse besteht, den einen oder anderen Livestream zu machen. So eine Art Gaming-Stream, für die, die es mögen. Ich weiß, viele mögen es nicht, aber manche mögen es vielleicht. Vielleicht, wenn wir es hinkriegen, machen wir es mal. Und diese Karte hier, die ist gebraucht gewesen. Und ich habe schon mal kurz reingeguckt eben. Ich konnte keinen Fehler feststellen. Also äußerlich hieß es kleine Macken. Da ist nichts. Das ist die HD 60 S Plus von Elgato. Alle Kabel dabei. Ich bin gespannt. Und wenn Simone nach Hause kommt, die hat auch noch in der Post, im Postfach gefunden, ein Spiel, das wir uns bestellt haben, nämlich, wie heißt es nochmal, Johnny, mit dem Bus-Simulator. Ja, irgend so ein Bus-Simulator, weil wir ja so ein Steuerrad bekommen haben, wollen wir auch mal ausprobieren, ein bisschen, und kennenlernen. Also, das Wochenende kann kommen, trotz des schönen Wetters. Haben wir ein paar Sachen für drin. Ja, sieht nach dem richtigen Spiel aus. Ich habe bis jetzt auch nur Let's Plays drüber gesehen und ja, ich bin gespannt, wie es ist, mal selber das Spiel zu spielen. Und ja, ich hoffe mal, ich kann das Lenkrad ein bisschen mehr kennenlernen mit dem Spiel. Ja, Corona verändert alles. Wenn man noch vor wenigen Wochen so in eine Sparkasse oder in eine Bank gegangen wäre, wäre wahrscheinlich das SEK gekommen, hätte dich verhaftet. Heute bin ich ein vorbildlicher Kunde damit. Und ich muss einfach Geld abholen jetzt nämlich. Oh, ups. So. Also ich glaube, früher wäre schon jetzt der Alarm losgegangen. Ja, so ist es halt. Zeiten ändern sich. Machen wir doch gerne mit. Hilft ja allen. Ob dieses Ding überhaupt hier hilft, dieses Tuch, keine Ahnung. Ich glaube es ja eher nicht, ehrlich gesagt. So, jetzt geht's auf zum Griechen. Ich habe Essen bestellt für unser Abendessen. Denn bei uns ja eigentlich kein Vlog ohne Essen. So, da bin ich auch schon. Gesagt worden ist 5 nach 5, 17.05 Uhr. Deutsche Pünktlichkeit. Nee, super, danke schön. Ne? Ja, gleichfalls. So, und schon wieder zu Hause. Tasche voll. Lass mal klingeln hier. Mal sehen, was kommt. Ist das dein Lieferdienst? Ja, genau. Miet man sich ab und holt das Essen. Kriegt man nur noch Spott entgegen, anstatt ein Dankeschön fürs Fahrradfahren. Aber das Gute ist, ich habe für 10 Euro, Moment, wo haben wir es? Eine eisgekühlte Flasche Uso bekommen. Das ist mal eben gerade vielleicht ein Euro mehr, als wenn man es im Laden kaufen würde. Und wir hatten keinen Uso mehr. Und das ist natürlich wichtig für Griechen essen. Na, hast du Hunger? Ja, schon. Ja, wir haben auf dich gewartet. Hättest du ja auch mal ein bisschen schneller machen können. Ich sag ja, Dank wird einem ja nicht entgegengebracht. Das ist schon mal ganz gut. Ich bin echt gespannt. Eine tolle Farbe schon mal. Ja, mit Bitburger hat es natürlich gar nichts zu tun. Ist natürlich klar, weil der Hopfen von Sierra Nevada drin ist. Schmeckt wie ein Pale Ale, also wie erwartet, köstlich. Das ist ein gutes Essen. Ja, jetzt habe ich mal die Ehre, Stefan mit dem Bus mitzunehmen. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich Bus und warum würde ich fahren? Ja, wir haben ein Steuerrad bekommen und ja, das haben wir schon etwas länger. Wir haben jetzt nur so ein Rennspiel gehabt, was dafür nicht so perfekt war, aber auch schon Spaß gemacht hat. Jetzt habe ich uns, also wir haben uns jetzt einen Bus-Simulator hier gekauft und ja, den probiere ich jetzt mal aus. Und Stefan ist so gesagt der Fahrlehrer, denn er ist ja da schon etwas, er kennt sich besser aus. Erfahrener, ja. Ich wollte schon gerade bekannter sagen. Auf jeden Fall ist es auch mit Blinken und so, aber labern wir nicht. Fahren los, wir haben es eilig. Ja, zur ersten Haltestelle geht's. Die Stockhausen.
Und dunkel. Ja, das... wieder mir. Aber ist auch echt gut gemacht mit Gegenlenken und so. Oh, ich habe einen Fahrgast zurückgelassen. Ach, hatte eben Pech, war da zu spät. Apropos zu spät, du kannst schon mal die Absage machen, dann wird es ja nicht auch zu spät. Ja, kann ich machen. Und... oh, habe jetzt fast über... ja, okay. Absage. Neues macht natürlich wieder ich. An dieser Stelle beenden wir das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Video natürlich liken, uns abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss und ich fahre noch eine Runde. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte.